Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Apex Race. Heute testen wir mal was ganz Besonderes. Kein neues Auto, sondern ein gebrauchten. Und zwar den Nissan Primera P12 als Kombi-Version namens Traveller. Ein bisschen zum Hintergrund von Nissan. Als das Auto rauskam, war Nissan etwas gebeutelt und in Schwierigkeiten, finanziellen Schwierigkeiten. Das war so um das Jahr 99, 2000. Und da ging es eine Kooperation mit Renault ein. Und die Produktpalette wurde enorm verkleinert und man hat mit Renault gemeinsam entwickelt und teilweise auch Renault Motoren übernommen. Das hat man beim 350Z erlebt, der einen Renault-Motor bekommen hat. Und eben das ist auch der Fall beim Nissan, beim Primera P12. Er hat einen Renault-Motor bekommen und ist teilweise baugleich mit dem Laguna aus den Jahren. Wobei ich sagen muss, dieses Auto hat jetzt 170.000 Kilometer runter und ich habe mich an den letzten 100.000 auch extrem beteiligt und muss sagen, ein sehr zuverlässiges Auto, sehr wartungsfreundlich, wenn man einige Sachen bedenkt, aber ganz im Gegensatz zu den Renault-Autos, die doch ein sehr, nicht so guten Ruf hatten. Ich finde auch zu Recht, die sehr anfällig waren. In diesem Auto ist ein 1,9 DCI-Motor verbaut, der 124 PS generiert, roundabout, und Turbo aufgeladen ist. 124 PS hören sich jetzt nicht noch viel eine Menge an, aber wenn man doch drauf drückt, dann geht ja auch ab. Vor allem der Motor ist ein sehr sparsamer Motor. Wir haben einen durchschnittlichen Verbrauch von unter 6 Litern, was ich sehr gut finde für ein Triebwerk, was schon 10 Jahre alt ist. Und bei den immer weiter steigenden Benzin- und Zündpreisen ist es auch ganz angenehm. Ich finde, der Nissan Primera P12 ist ein wahres Raumwunder. Der Nissan Primera P12 Traveller hat ein Kofferraumvolumen von 465 Litern. Mit umgeklappten Sitzen sind 1670 Liter möglich. So, den technischen Sachen. Außer dem Triebwerk ist hier ein manuelles Sechsganggetriebe verbaut, was ich als sehr gut empfinde. Die Gänge, man hat ja schon fast ein sportliches Gefühl, die sind sehr präzise, sehr knackig. Und das macht einfach Spaß, mit dem zu schalten. Wir haben eine recht direkte, straffe Lenkung, die ja doch ein sehr sportliches Gefühl vermittelt, mit die ganze Kombination. Wir haben die Lenkung, wir haben das sehr knackige Getriebe, die Schaltung und gut die 124 PS mit der Turboaufladung. Ja, man kommt schon an ein angenehmes Fahrgefühl. Etwas nachteilig finde ich die fehlenden Komfort-Features. Und zwar hat
das Auto. Kein Tempomat. Ich glaube, damals war Tempomat doch gegen Off-Preis möglich. Wir haben hier die Visia-Ausstattung. Ich meine, das ist so die mittlere Ausstattung. Es gibt auch die Tekla. Die ist so die höchste Ausstattungslinie. Genau, wir haben kein Tempomat. Wir haben keine Navigation, das lässt sich verkraften. Wir haben keine Freisprechanlage, das ist auch noch zu verschmerzen. Zu den Sicherheitsfeatures, wir haben kein ESP, was aber ab nächstes Jahr doch Pflicht sein wird. Was der Nissan Primera Traveler P12 an Bord hat, sind 4 elektrische Fensterheber und elektrische Seitenspiegel. Daneben besitzt die Visia-Ausstattung eine Schwarz-Weiß-Rückwärtsfahrkamera. Hier eine kleine Anekdote. Die Produktionskosten einer Schwarz-Weiß-Kamera liegen über der einer farbigen Kamera. Doch die wahre Stärke, würde ich sagen, des Primera, vor allem des Travelers, ist, er ist ein Arbeitstier, wie ich finde. Wir haben ein sehr großes Platzangebot. Der Kombi damit wirklich, ich habe also Umzüge damit veranstaltet mit irgendwelchen Schränken, mit Tischen, mit allen möglichen. Da passt wirklich eine Menge rein. Vor allem wenn man noch auf dem Dach eine Haltung hat. Damit kann man wunderbar reisen. Der Diesel, der arbeitet, der läuft, der ruckt nicht. Also damit kann man Kilometer runterspulen, wie man möchte. Zum Design, ja, es ist doch zwiespältig. Mit der Renault-Kooperation sind die ganzen Instrumente in die Mittelkonsole halt gewandert. Man hat nicht direkt durchs Lenkrad eine Sicht auf die Instrumente, sondern halt direkt in der Mitte. Die sind etwas angeneigt, ausgerichtet auf den Fahrer. Ob das besser ablesbar ist, ich weiß es nicht. Das ist Gewöhnungssache. Ich denke mal, das bietet keine Vor- oder Nachteile. Ich habe mal gehört, die Instrumente kommen in die Mitte, vor allem damit man Kosten spart beim Umbau auf einem Rechts- oder Linkslenker. Ich weiß nicht, das stimmt auf jeden Fall. Vielleicht ist es einfach, aber obwohl sie angeschrägt sind, zum Fahrer hin, denke ich mal, spart das jetzt in diesem Fall. Hat sich das dann dabei nichts gedacht. Vom Außendesign ist das Auto doch in die Jahre gekommen. Wo ich das erste Mal gesehen habe, war das irgendwie mehr so gleich überwältigt und geschockt von der Größe. Mittlerweile merkt man ihm doch die Jahre etwas an. Aber ich finde, mit etwas dezentem Tuning könnte man doch eine sehr sportliche Kombi-Version draus machen, etwas tiefer legen, Brust mit Alufelgen, verdunkelte Scheiben und einen kleinen Heckspoiler, und schon sieht das Auto sehr sportlich aus. Ich habe auch gesehen, manche verbauen die LED-Tagparklichter in die Scheinwerfer, was dem Ganzen eine sehr moderne Optik verleiht. Also ich finde, man kann das Auto noch recht up-to-date halten. Zum Design, also wie im Innenraum des Designs, was ich ganz nett finde, ist die Bedienung des Bordcomputers von der Mittelkonsole aus. Das finde ich, da ist die Optik doch sehr gut gelungen. Ja, ein MP3-fähiges CD-Laufwerk an Bord, was damals auch schon etwas besser war. Ja,
Ja, aber die Mittelkonsole, die finde ich sehr gelungen. Also die Bedieninstrumente, die Trackpads, mein Nissan ist dann noch immer so in der Form etwas abgewandelt. Mein Fazit ist, dass wenn jemand ein sparsam Dieselmotor sucht und weite Strecken damit fährt und wenig Geld zur Verfügung hat, finde ich der P12 ein kleiner Geheimtipp. Es ist ein sehr gutes Auto, ein sehr langlebiges Auto. Zurzeit kriegt man den P12 Travelers mit einer besseren Ausstattung sogar schon ab 3000 Euro. Und ich finde, für so viel Auto ist das doch sehr wenig Geld. Das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann liked mich, abonniert mich und schreibt mir gerne, wenn ihr noch etwas wissen möchtet. Ich versuche, alle Anfragen recht schnell zu beantworten. Und schickt mir einfach Vorschläge, wenn ihr irgendwelche Ideen habt für Probefahrten.